Ja, danke. Ihr wisst, bin ich Mitglied im Verteidigungsausschuss und Joachim Wundrak hat ja gerade auch schon etwas gesagt über die Situation der Bundeswehr und auch, was die anderen Parteien mit der Bundeswehr vorhaben. Die Bundeswehr ist in einem desolaten Zustand, finanziell, personell unterbesetzt. Und gleichzeitig versuchen die anderen Parteien, die Bundeswehr weiterhin im Ausland einzusetzen. Wir haben ja nun gerade glücklicherweise den Einsatz in Afghanistan beendet. Nach 20 Jahren 59 toten Bundeswehrsoldaten und Kosten von über 12 Milliarden Euro war der Dank des Vaterlandes eine Nacht- und Nebelaktion, wo unsere Soldaten praktisch in Wunsdorf ankamen auf dem Flugplatz. Kein Vertreter der Bundesregierung dort war. Die Ministerin fand es notwendig, zu dem Zeitpunkt in den USA zu sein. Die Kanzlerin ließ sich überhaupt nicht sehen und auch der Bundespräsident hat es nicht nötig, dort vorbeizukommen. Und gleichzeitig wurden auch wir als Abgeordnete nicht darüber informiert, dass die Bundeswehr den Einsatz dort beendet, obwohl wir vorher angefragt hatten und wir wollten diesen Termin haben und wollten natürlich auch dann dort vor Ort sein, weil wir sind diejenigen, die die Soldaten in die Einsätze schicken, denn hier ist eine Parlamentsarmee und dann sind wir als Abgeordnete da nochmal abgehalten worden, dort vor Ort zu sein. Das ist eine Schande. Es ist auch eine Schande, wie dieses Land mit unseren Soldaten umgeht. Wir sehen es gerade jetzt wieder. Die Soldaten bekommen nur dann Schulterklopfen in diesem Land, wenn sie bei Naturkatastrophen Sandsäcke schleppen oder dann Aufräumarbeiten leisten. Dann bekommt die Bundeswehr Dank und Anerkennung. Ansonsten wäre es diesen meisten in dieser Gesellschaft, vor allen Dingen unseren Linksvertretern, wenn die Bundeswehr nicht in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten würde. Das ist die Situation im Land. Das ist, gibt es in keinem anderen Land dieser Welt. Und dafür kämpfe ich auch im Verteidigungsausschuss. Und ich bin auch dort Mitglied in zwei Gruppen, einmal in einem Bereich der europäischen Sicherheitspolitik und einer, der sich mit der NATO beschäftigt. Und in beiden Bereichen kämpfe ich dafür, dass die Bundeswehr wieder auf die Füße gestellt wird, dass dort wir in der Lage sind, Landes- und Bündnisverteidigung zu betreiben und nicht für irgendwelche Auslandseinsätze in die französischen Interessen dienen. Und abschließend noch, das ist auch die Frage nach, was machen wir im Wahlkampf? Ich bin, Peter hat es schon angesprochen, am Sonntag mit ihm auch in der Podiumsdiskussion Thema Islamismus bekämpfen. Ich wäre eigentlich am Mittwoch bei einer Veranstaltung gewesen, bei mir im Wahlkreis, hatte die VHS eingeladen zu einer Podiumsdiskussion. Und das ist der Wahlkreis, in dem auch unter anderem Toni Hofreiter der Kandidat ist. Und die Grünen, Linken und die SPD haben gekniffen. Sie wollten nicht mit mir an der Podiumsdiskussion teilnehmen. Und das sind die Vertreter, die immer behaupten, sie wollen uns argumentativ stellen. Ich stehe immer wieder zur Verfügung, gegen diese Parteien zu kämpfen, in jeder Podiumsdiskussion, zu jedem Tag und zu jeder Nacht.